Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust and Elysium Tale. Und wie in der ersten Folge, also in der letzten, haben wir das Schwert Ara erhalten und unseren kleinen Sidekick Fidget, der viel nützlicher ist als so manch anderes Sidekick. Aber gut, wir wissen nicht, wer wir sind, außer dass wir Dust heißen. Jedenfalls behauptet die Klinge Ara das. Und wir sollen nun nach Osten gehen und ein Dorf finden. Leichter gesagt als getan, weil sich uns Monster in den Weg stellen. Hier sind gleich wieder welche. Und oben wird die erste Kampfkombo eingeblendet. Also es gibt auch Kombos, die wir benutzen können in diesem Spiel. Die habe ich mir schon mal unter den Steuerungshilfen angesehen. Oh, ein Bauplan. Ja, ich habe in der letzten Folge ja erklärt, dass es so eine Art Crafting gibt. Und wahrscheinlich braucht man die Baupläne für sowas. Aber ich denke nicht nur die Baupläne, die verraten uns nur, welche Materialien wir brauchen. Sondern auch wahrscheinlich eine Werkbank oder sowas. So, und da lernen wir schon eine neue Kombo. Die sieht dann so aus, wir packen einen Gegner und schleudern ihn auf den Boden. Und machen damit bei allen anderen Gegnern auch Schaden. Und so können wir Gegner hochschleudern. Ach, und so. Ja, das habe ich schon rausgefunden. Ich habe nämlich an der letzten Stelle da an dem Baumstamm immer versucht, ihn wegzuschlagen. Aber das hat wohl nie wirklich geklappt. So. Noch ein Gegner. Und eine rote Mauer. Das heißt, wir müssen erst alle Gegner hier besiegen, damit wir weiter können. Oh, hier ist ein Schatz und eine neue Fähigkeit. Gucken wir mal, was haben wir hier. Hold here, Dust. You have unlocked a new ability. Bear witness to the Dust Storm. Ja, jetzt haben wir den Staumsturm erlernt. Ich habe ja schon in der letzten Folge im Charakterscreen gezeigt, dass wir beim Level Up Fidget und den sogenannten Staubsturm verbessern können. Jetzt werden wir mal herausfinden, was der Staubsturm ist. Ah ja. I like it. Er wirbelt sein Schwert heftig rum. Das sieht mir sehr nach einer Defensivfähigkeit aus, also um die Gegner fernzuhalten. Hold the secondary attack to perform the dust storm. But beware, skilled as you may be, you cannot maintain the storm for long without hurting yourself. Also wenn wir selber zu lange im Staubsturm bleiben, werden wir verletzt. Und dazu müssen wir einfach die rechte Maustaste drücken. In that case, maybe I can help. If you press the super ballistic fidget action button of power, I'll perform an attack so spectacularly awesome that it'll produce emotions you didn't even know existed. Also ja, den super speziellen Fidget Action Button, das wird das mittlere Mausrad sein, wahrscheinlich in meinem Fall. Also dritter Mausknopf, so wie das hier angezeigt wird. Und Fidget macht einen spektakulären Angriff. Hm? Please contain yourselves as I demonstrate. Okay, Fidget zeigt uns ihren tollen Angriff. Oh, wie süß. That was very pretty. Ja, da muss ich das zustimmen. Das war wirklich süß. Well, maybe I'll just keep the rest of my repertoire to myself. Und jetzt schmort Fidget. Ich mag Fidget richtig jetzt schon. Bin mal gespannt, wie das so weitergeht. I'm sorry, Fidget. I'm sure it'll come in handy somehow. Actually, Dust, between the three of us, this could be quite useful. The Dust Storm can manipulate Fidget's projectile into a more powerful attack. Observe. Heilige Scheiße. Okay, das ist wirklich heftig. Wow. Oh, by the way, every time I use my power, it'll use up a bit of energy meter. You can recharge the meter with melee combos. Yes, Dust. Between your combos and Fidget's own powers, you can achieve a higher hit chain, which will yield bonus experience after each battle. Okay. However, if you are struck by an enemy, the chain will be broken, and you will lose your bonus experience. All right, I think I understand. If this is all too much for you, you can check out the help screen via the pause menu. Na toll.
out of Spielerklärungen. Sowas mag ich nicht. I'll take a look if I'm ever in trouble. So, neue Gegner. Also, dann wollen wir mal Fidgets Staubsturmfähigkeit probieren. Oh, klappt ja ganz gut. Also, rechte Maustaste hier zurückhalten, macht den Staubsturm. Und so wie es aussieht, verbraucht Fidget, wenn sie schießt, auch diese Leiste da oben. Aber die können wir scheinbar schneller wieder auffüllen, indem wir Gegner angreifen. So. So, kriegt der eins auf die Nase. Und nochmal mächtiger Staubsturm. Oh Gott, ist das eine coole Fähigkeit. So. Kommen noch Gegner? Ja, da kommt noch einer. Das war's dann auch. Okay, noch ein Speicherpunkt. Machen wir mal nur einen Autosave. Und hauen uns hier durch die Gegner durch. So. Und ja, mit dem Staubsturm können wir sie wirklich weit wegschleudern. Oder in der Luft zerschnetzeln. So, das war der letzte. Zusätzliche Erfahrung. Und ja, jetzt kommt die Erklärung mit der Erfahrung, die wird hier oben als blauer Balken angezeigt. Ja, auf dich da hinten zu verstecken. Ups. Ich dachte, da kann man nicht durchgehen. Du da. Du bleibst hier, so. Sterbt. Und ja, wir haben jetzt wieder einen Haufen Zeug eingesammelt. Das gucken wir doch gleich mal in einem ruhigen Moment an. Nein, du kommst nicht davon. So. Gut. Oh, eine neue Notiz. Ja. Hey, you just leveled up. Ich bin aufgestiegen. Das hat sie gut erkannt. Is that what I did? Feels good. Great even. Und das fühlt sich toll. As it should, Dust. You've acquired a skill gem. Open the character screen through the inventory to upgrade your abilities and become even more powerful. Okay. Ja, jetzt kommt das Level-Up-System. Wir können wählen, wo wir den Punkt jetzt, den wir haben, reinstecken wollen. Steht da unten übrige Skillsteine. Also das wird nicht als Punkte, sondern einfach als Steine gekennzeichnet. Wir könnten Fidget auf 15 verbessern und das sind 14 Punkte. 10 Punkte auf Verteidigung, 6 auf Angriff oder 100 auf Leben. Ich mache erstmal Angriff, weil getroffen werden sollten wir im Augenblick am Anfang eh nicht so wirklich. So, noch eine Karte. Und hier geht ein Wind. Was steht denn hier in diesem Sprung ins Leere? Sie jagten mich und ich lief. 5, vielleicht 6 von ihnen, alle bis an die Zähne bewaffnet. Sie kamen schnell näher, ich schaffte es bis zum Schützenpass, aber dank eines Falls in meinem Bein hatten sie mich bei der kopflosen Statue eingeholt. Ich war umzingelt, verzweifelt und sah keinen Ausweg, also kletterte ich auf die Hand hinaus und sprang ins Leere. Oh. Das sind so Hintergrundinformationen scheinbar. Oder es sind Rätsel. Das werden wir ja noch herausfinden. So, du auch weg. Da in dem windigen Pass konnten wir, glaube ich, nicht weiter. Aber hier können wir dafür runter dann. So, und ich wollte mal kurz gucken, was ich so an Gegenständen aufgesammelt habe. Ein leckeres Törtchen, 60 Gesundheit. Und noch ein Wandhuhn.
Hier habe ich nichts Neues. Materialien. Manche sind grün abgehakt, andere nicht. Keine Ahnung, was es jetzt genau damit auf sich hat. Schrott, völlig nutzlos, schnell verkaufen. Okay. Leere Glasflasche, vielleicht können wir auch Alchemie nachher lernen. Aber hier können wir auf jeden Fall runter und wir haben keinen Schlüssel. Da ist aber ein Schlüssel. So. Toll, jetzt müssen wir nochmal hier hoch. Und nochmal darunter, um den Schlüssel zu benutzen. Das war jetzt gemein. So, Schlüssel benutzen. Wieder Minispiel. Ja, es ist ein eher einfaches Minispiel und... Oh, eine Baumwollweste haben wir bekommen. Und ja, da ist schon mal das Rezept. Da können wir sehen, was wir brauchen. Also wir brauchen Seile, so wie es aussieht, und Eisenerz. 15 Verteidigung, 2 Glück. Gar nicht mal so schlecht. Die bringt 4 Verteidigung und 1 Glück. Deswegen legen wir die gerade mal an. So. Hat ja was gebracht. Mal kurz in die Materialien gucken. Ja, hier Draht und Eisen wahrscheinlich. Und wir haben noch mehr Törtchen. Wir können ja mal einen von den Äpfeln benutzen, dann sind wir wieder voll. So. Waren wir ja bis jetzt noch gar nicht. Und können unseren Weg weiter fortsetzen. Vorausgesetzt, die Gegner lassen uns. So. Weg mit euch. Ach, noch mehr. Ja, man merkt schon, es ist wirklich ein ordentliches Action. Au. Falsche Richtung geschlagen. So. Wirklich ein ordentliches Action-Rollenspiel. Und hier ist wieder ein Schatz. Wow. Wow. Maybe hoping you could tell me. Oh, silly me. I seem to have dropped all my detailed maps and navigational equipment chasing after a crazy flying sword. Ja, Fidget ist echt. Also ich finde Fidget genial. Auch das jetzt wieder. Detaillierte Karten und Navigationsgeräte. I'm sorry I got you mixed up in this, Fidget. Well, you should be. Taking my sword, getting me in trouble. Er hat's nicht geklaut, es ist zu ihm geflogen. You know, now that I think about it, this isn't the first time I've seen this view. I've stood here before, in this very spot. Then perhaps you recognize the village at the base of these cliffs? It's hard to make out from here. We'll need to drop down to the valley floor if we want to get any closer. Very well. Proceed as you wish, Dust. Also ja, das Schwert macht uns schon mal keine Vorschriften. Bist du... Ah ja, da ist gerade ein Gegner an mir vorbeigesprungen. So, weg mit dir. Jetzt können wir uns hier mal umgucken. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Speicherort wieder. Wenn wir reinlaufen, gibt es halt Autosave. Und ja, was ich sagen wollte, ich musste ihm wirklich zustimmen, dass dieser Ort hier schön, wunderschön ist. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich finde das Artwork von dem Spiel echt klasse. So, weg mit euch. Und weg mit diesen Felsen. Zwei Wandhühner und zwei Schlüssel. Praktisch. Und überall Häschen. Also es ist ein bisschen putzig gehalten. Selbst die Gegner sehen jetzt nicht so furchteinflößend aus. Und es ist schon ein bisschen brutal, wie wir sie herumschleudern teilweise. Aber sie wollen uns an den Kragen. Was sollen wir da machen?
Wow, ein neues Rezept. Was? Ein Schleimpanzer? Ja, dafür brauchen wir Schleim und noch mehr Schleim. Bringt 12 Verteidigung und 2 Glück. Okay. Ich will nicht wissen, wo wir Schleim herkriegen. Aber ja, interessanter Gegenstand. So, weg mit euch und dann kommen wir hier durch. Der eine sieht nackt aus. Zieh dir was an, Mann. So. Ich glaube, wir haben gerade Eisenerz bekommen. Und eine neue Fähigkeit. Levelaufstieg. Machen wir es den Levelaufstieg. Nee, den Levelaufstieg machen wir in der nächsten Folge. Ich mache nämlich hier erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.